Hey, liebe Leute, hier der Griver und willkommen zur nächsten Runde von Frostpunk im Endless-Modus. Wir zocken weiter. Wir sind kurz davor, na gut, noch anderthalb Tage, dass die Temperatur wieder erneut runter sinkt und dann sind wir bei minus 50 Grad. Soweit erstmal der Stand der Dinge. An sich sieht alles ganz gut aus. Also Kohle ist richtig gut dabei. Holz ist auch noch okay. Wie sieht es mit dem Essen aus? Okay, beim Essen müssen wir ein bisschen nachlegen. Aber da sind wir auch gerade schon dabei. Mache ich eigentlich weiter? Ja. Wir erforschen gerade die Ausrüstung für die fliegenden Jäger. Und dadurch müssten die eigentlich besser werden. So, wir haben keine kranken Leute. Das ist schon mal richtig gut. Momentan sammeln wir noch für unser Archiv, um zu gucken, was wir dadurch bekommen oder auch nicht. So, die Forschung. Ich würde mal wieder am liebsten so eine andere Schicht reinknallen. Wo ist denn hier? Tempel. Das ist nur ein Haus. Dann machen wir keine. Dann machen wir weiter. Haben wir keinen vierten. Keine vierte Werkstatt? So, Speer ist zurückgekehrt. Also, wir haben die fünf Dampfkerne. Bla bla bla. Oh, wir haben richtig viel bekommen. Jetzt können wir quasi auch das Archiv bauen. Ich muss mal ganz kurz gucken. Also der Sturm ist immer noch nicht in Sicht. Das heißt, wir können den ruhig nochmal losschicken. Da ist der Schutzraum. Da wollen wir nicht hin. Der kommt zurück. Wo ist denn der andere? Oh, der ist hier ganz weit hinten. Okay, pass auf. Dann schicken wir dich zum verlorenen Fahrzeug. Das hört sich besser an. Ups. Na, komm schon. Auch trotzdem einen Tag bis dahin. Ist ein bisschen schade, dass man nicht nach Gebäuden suchen kann. Entweder ich bin nur zu blind oder wir haben wirklich erst drei. Das ist ein normales Haus. Ich sehe es nicht. Das ist ein Tempel. Ich könnte schwören, wir hatten schon vier. Okay, dann müssen wir unbedingt noch eins bauen. Ach, hier werden die drüber gehovert. Da doch, da ist noch eins. Ah, ich sehe es. Alles klar. Gut, gut, gut. Dann machen wir das hier noch extra Schicht. Wenn ich hier die Schichtlänge höher mache. Temperatur, steht gar nichts da. Schade. Ja, es wird bestimmt Unzufriedenheit bringen. Du hast den Einwohnern Wärme versprochen. Cool. Das haben wir geschafft. Hoffnung steigt. Und jetzt können wir das Archiv bauen. Ein Ort, an dem wir die Reliquien unserer Vergangenheit, die wir gesammelt haben, lagern und ausstellen können. Hier steht nichts von irgendeiner Wärmestufe. Daher denke ich mal, ist eigentlich egal, wo wir es hinpacken, oder? Passt das hier hin? Nee, oh, ist ja riesig, ey. Ich pack's mal nicht hier hin, weil hier ist ein Dampfkern. Vielleicht müssen wir hier noch ein paar Wohnungen hinbauen später. Aber ich mach's einfach mal dahin. Oh, ist riesengroß, ey. Holy fuck. Oh, hier hinten ist jetzt der Sturm. Okay. Das heißt, wir haben jetzt noch 1, 2, 3, ungefähr 4 Tage, bis wir hier unsere Leute zurückholen müssen. Da müssen wir ein bisschen drauf achten. Ansonsten sieht es nicht gut für die lieben Leute aus. Errichte das Archiv. Ich wollte gerade sagen, warum baut denn da keiner? Aber die kommen jetzt hier erst angedackelt.
Braucht wohl ewig, bis es fertig ist. Okay. Wieder ein bisschen schneller. So, vier Leute sind leider krank. Was momentan noch ein bisschen schlecht ist, womit ich auch ehrlich gesagt nicht so gerechnet habe, ist die Sägewerke. Und auch die Dinger hier. Ich denke mal, ich werde noch einen Dampfkern, so ein Dampfzentrum bauen. Obwohl, der ist eigentlich hier drin. Habe ich das nicht an? Nee, das ist ein Schrein. Ist ja doof, dass man die nicht so sieht. Ne, hier habe ich einen, hier habe ich einen. Okay. Da habe ich auch einen. Hier habe ich echt keinen. Nee. Ich hoffe mal, das kommt bis zum Sägewerk. Und jetzt extra hier hinten. Wie gesagt, das Sägewerk ist ganz knapp nicht im Radius drin. Schade. Na gut, wir machen mal weiter. Archiv ist im Bau. Unsere Jäger kommen wieder. So, perfekt. Das ist die Feldküche. So, das sieht doch sehr gut aus. Ne, das geht nicht. Fabrik ist eh nicht an. Okay, muss erstmal so reichen. Jetzt ist die Frage. Ich würde, glaube ich, erstmal noch die Reichweite erhöhen. Haben wir hier sonst noch irgendwas? Am besten wäre eigentlich das hier. Wir machen erstmal die nächste Stufe. Aber jetzt müssten theoretisch unsere Essensleute noch mehr Essen reinbringen. Wir sind sogar im Plus. Das ist doch sehr gut. Wie sieht's denn mit dem... Der Mauerbohrer ist voll besetzt. Okay. So, Archiv ist gleich fertig. Ich glaube, das Sägewerk wurde falsch angezeigt, ne? Nur weil keiner drin war. Deswegen haben sie es ausgehabt. Okay. Yikes. Aber ist nicht so schlimm. Der eine Dampfkern mehr ist jetzt auch nicht so wild. Wir sind trotzdem noch übelst im Plus. Und wir können theoretisch immer noch die Effizienz von den Dingern steigern. So, Speer ist angekommen. Wir kriegen Stahl und Holz beim kleinen Luftschiff. Das Gerüst ist verwittert und marode. In einer Ecke befindet sich ein Stapel ungeöffneter Kisten. Ein derartig großes Gebäude im offenen Gelände wurde extrem thermisch belastet und Windlasten ausgesetzt sein. Vielleicht haben die Bauherren das erkannt, den Bau aufgegeben und dabei einige Materialien zurückgelassen. Okay. Oh shit, der kann ja echt nichts mehr machen, der Typ. Wenn ich den jetzt nach hier hinten schicke, dann braucht er 3 Tage und dann braucht er noch über einen Tag, um zurückzukommen. Ne, ich glaube, das wird nichts. Hier braucht er 2 Tage hin. Das könnten wir schicken ihn einfach mal in die Richtung, für den Fall, dass er hier noch was anderes entdeckt.
Er kommt auch schon zurück. Und das schafft er hier eh nicht mehr. Einsames Lager, schade. Ne, ich denke mal, den werden wir dann auflösen. Es bringt einfach nichts. Eine Gruft der Erinnerung, Errungenschaft. Das Archiv ist fertig. Das Archiv ragt in den Himmel und ist von jedem Teil der Stadt gut zu sehen. Viele Einwohner sind bereits ganz aufgeregt und können es kaum erwarten, die ersten Reliquien unserer Geschichte zu sehen und in den Erinnerungen an ihr früheres Leben zu schwelgen. Wann immer wir etwas finden, das es wert ist, erhalten zu werden, können wir es in die Stadt bringen und zur Sammlung hinzufügen. Sie wird uns mit der Welt verbinden, die wir zurückgelassen haben. Und diejenigen, die uns nach uns kommen, wissen lassen, dass wir hier waren. Okay. Ein guter Anfang. Okay, mal gucken, ob wir noch mehr Reliquien finden. So, leider immer noch 4 Kranke. Ein bisschen heftig, aber wir müssen uns wohl oder übel eh irgendwann ausbauen. Hier könnten wir jetzt auch so ein Kohleding nochmal machen. So, hier sind auch noch Trümmer, aber wir machen mal noch ein Sägewerk hin. So. Eieiei, unser Dings ist fast voll. Wir haben hier noch ein bisschen Platz für ein Rohstoffdepot, aber dann. Ich will es eigentlich ungern dahin machen, wo ein Dampfkern ist. Kein Stahl mehr, das war jetzt unklug. Shit. Irgendwas nicht so teures bauen, beziehungsweise erforschen. So, am liebsten wäre mir jetzt das 80 kostet das. Yikes. Hier noch irgendwas, die Reichweite 40. Shit, jetzt müssen wir mal kurz warten. Habe ich ein bisschen zu viel auf einmal gebaut. Was ist irgendwas, was nicht so teuer ist? Kostet nur 20. Kostet auch nur 20, dann machen wir das mal schnell. Machen wir das mal. Ja, unser Stahl ist ausgegangen. So, die müssen jetzt erstmal alles bauen. Oh.
Jetzt haben wir Stahl bekommen. Yikes. So, du bist wieder da. Der braucht einen Tag bis dahin. Und dann nochmal einen Tag zurück. So, wir sind jetzt hier. 1, 2, 3, 4 Tage. Ja, das müsste noch klappen. Vielleicht finden wir noch irgendwas Cooles. So, dann müssen wir aber auch langsam mal wieder ein bisschen ein paar Häuser bauen, würde ich mal sagen. Erstmal bauen wir hier die Baracken. So, machen wir erstmal die Menge. Holz, Stahl, Essensrationen. Haben wir auf jeden Fall nochmal gut was nachbekommen. Die machen wir erstmal aus. Das machen wir auch erstmal aus. Das kommt auch aus. So. Die Gebäude sind fertig. Wir müssen uns, wie gesagt, jetzt ein bisschen darauf vorbereiten, dass es nochmal eine Schippe kühler wird. Und da sind Zelte momentan nicht so der Burner. So, jetzt haben wir keine Zelte mehr. Doch. Ganz versteckt hier. Okay. Jetzt aber. Perfekt. Die können das fertig bauen. So, und perfekt genau getimed, wo es kühler wird. So, wir haben hier noch die Dampfstufe 3, die wir machen können. Brauchen wir die? Ist die Frage. Die gehen echt erst da rein. Das ist alles an. Speisehaus anmachen. Ja, Sanitätsstation habe ich noch aus. Kinderheim ruhig anmachen. Ja, die Feldküchen müssten mal an. Aber ich glaube, hier arbeitet ja der Automaton, den brauchen wir nicht. Machen das Ding mal an. Fabrik ist nicht an. Was ist das hier? Ist auch eine Feldküche, ne? Ja. Ruhig mal anschmeißen. Die ist eh komfortabel. Sammelstelle ruhig mal anhauen. Das Krankenhaus ist trotzdem noch komfortabel. So, der Rest sieht eigentlich ganz gut aus. Wie gesagt, das muss hier alles nicht. Okay. Ja, in der Theorie würde ich sagen, brauchen wir noch gar nicht die nächste Stufe anknallen. Weil erträglich ist immer noch gut. Okay. Ganz kurz nochmal gucken.
Ja, wir haben es auf Pause. Wir sind immer noch im Plus bei der Kohle. Holz könnte ein bisschen mehr sein und ich mag unser Stahl eigentlich gar nicht. Aber hier ist alles erträglich. Ein Haus ist kühl. Das ist genau nicht drin in der Fläche. Verdammt. Könnt es hier aufbauen und dann hier abreißen. So, machen das erstmal mit den Speeren. So. Okay, Na, das eine Haus ist echt doof. Wir bauen mal ein neues hin und reißen das dann ab. Dann sind wenigstens alle unverträglich. So, whoops. Speisehaus haben wir erforscht. Die finden es alle toll, da drin zu essen. Perfekt. Machen zum Glück trotzdem immer noch Plus. Solange wir hier im Plus sind, ist eigentlich alles gut. So, ich hoffe mal, die werden es mit den Speeren noch fertig kriegen. Dann könnten wir vielleicht sogar. Ich denke mal, wir sind sogar doppelt so schnell dann, oder? 100% schneller sogar. Nice. Das vereinfacht das doch richtig krass. Ja, also 3 Stufen geht's runter. Es geht nochmal auf 40 Grad wieder hoch. Wir müssen eigentlich nur einen halben Tag durchhalten. Ja, ungefähr. Wir können immer noch die Effizienz verbessern und wenn wir noch ein Automaton bauen, können wir quasi das Kohlekraftwerk da auch noch machen. So, verlorenes Fahrzeug. Aus nächster Nähe betrachtet sieht es aus wie eines der Kettenfahrzeuge, mit denen Überlebende in unsere Stadt gebracht wurden. Es hat irreparable Schäden. Ungeplanter Zwischenstopp. Wir haben einen neuen Ort entdeckt, Schneehütten und ein paar Ressourcen. So, du gehst dahin, du gehst zu den blauen Dünen. Wie gesagt, den Schutzraum lassen wir erstmal. Und mit etwas Glück werden die Speer auch gleich schneller. Richtig viel schneller. So, jetzt bin ich mal gespannt mit dem Essen. Gewinn an Rohnahrung. Perfekt. Machen wir auf jeden Fall plus. Reicht 14 Tage. Oh shit. Okay. So, wir haben auch nur 2 Kranke. Das ist doch perfekt. So, das Haus ist immer noch nicht gebaut worden. Schade. So, mal warten, bis es vorbei ist. So. Die müssten sich jetzt alle verbessert haben. Dann machen wir jetzt trotzdem mal die Reichweite. So, die arbeiten noch bis 20 Uhr. Ist richtig gut, ey. Ich hoffe mal, die sterben dann davon nicht oder so. So, 1, 2, 3 Tage noch. Ja, ich werde die jetzt aber dann wirklich alle zurückschicken. Safety first. Es sind theoretisch nur 5 Leute, die wir verlieren würden, aber wenn die halt auch ihre ganze Ware noch haben, die wäre dann sowieso auch weg. So, wir machen wieder ein bisschen schneller. So, und merkt er beim Krankenhaus, kommen die abends irgendwie nicht raus.
und sterben dann einfach sinnlos. Das ist nur bei den Sanitätshäusern. Ich möchte überlegen, ob ich die abreiße und einfach dann vielleicht noch ein Krankenhaus zur Sicherheit baue. Kostet halt auch einen Dampfkern, aber ganz ehrlich. Und dann könnten wir bei den Sanitätshäusern vielleicht noch ein normale Gebäude hinbauen. So, das Haus kommt auch weg, was kühl ist. Dafür sind die dann hier drin. So, wir bräuchten echt ein bisschen mehr Stahl. Das geht gar nicht. So, also wir bauen jetzt noch ein Krankenhaus. Wenn wir den Platz finden. Machen wir ruhig hier hinten hin. So, und für den Fall, dass wir doch mal mehr als 15 Leute passen da, glaube ich, rein, oder? Ne, 10, okay, schade. Egal, das können wir nochmal verbessern. Also für 20 Leute haben wir theoretisch Platz. Das sollte eigentlich reichen. Hier ein Dampfkern verschwendet, mehr oder weniger. So. Bräuchten wir echt ein bisschen mehr Holz. Das Sägewerk ist an. Aber das Sägewerk ist auch an. Ja, das haben wir hier gleich leer geräumt. Da müssen wir mal ein bisschen weiter nach rauspushen, denn. Ich glaube, wir können sogar die Reichweite noch erhöhen. Das wäre vielleicht auch eine ganz gute Forschung. Hier erweiterter Sägewerkradius. 50% mehr. Ja, das sollte dann locker reichen. So, die sind fast alle da. Sehr schön. Sturm am Horizont. Genau, Sturm zieht auf. Ich verstehe. Ja. Wie gesagt, wir schicken die jetzt alle dann zurück. Die sind gleich da. Haben ihre verbesserten Schlitten. Oh, wir haben nochmal Überlebende gefunden. Wie viel denn? Ach, das geht ja. So, wir eskortieren die zurück. Müssen wir aber jetzt nochmal ein paar. Ein paar Häuser bauen. Alter, ich sehe gar nichts hier. Ja, hier ist auch noch gut Platz. Kann sein, dass wir nochmal ein Kinderheim bauen müssen. Okay, lassen wir erstmal. Das müsste reichen. Brauchen wir auch wieder noch ein bisschen Stahl, dürfen wir nicht vergessen. So, das können wir aber erstmal ausstellen. So, perfekt. Generatorreichweite erforscht. Noch mehr Überlebende. Holy shit. Gefangen im Eis. Diese Leute suchen während eines Schneesturms Unterschlupf in einer Schneehütte. Als der Sturm vorbei war, stellten sie fest, dass ihre Schlitten im Eis feststecken. Von zwei Männern, die ausgesandt wurden, um Hilfe zu holen, fehlt noch immer jede Spur. Auch noch mal ein paar mehr, auch noch mal ein paar Kinder. Okay. Effizienteres Sammeln. Das könnten wir auch noch mal machen.
Ich denke aber mal, wir werden noch ein Kinderheim bauen müssen. Habe ich so das Gefühl. Wieder nur ein Wegpunkt. Das bringt aber nichts. Das ist dann doch ein Ticken zu knapp, oder? 11 Stunden? Nee. Wie gesagt, den Schutzraum lasse ich. Der bleibt ja bestehen. Ich schicke sie jetzt zurück. Kleiner Steinhügel. 24 Stunden, nee. Nee, 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 nee. Wir gehen auf Nummer sicher. Und schicken die alle zurück. Die Sachen werden fertig gebaut. Die Generatorreichweite, habe ich die an? Ich glaube, ja. Dampfstufe aber noch nicht. Ja, der kommt schon echt weit. Jetzt müssen wir aber mal gucken, wie es um unsere Kohle hier bestanden ist. Oh, das geht auch noch. Okay. Wie gesagt, wir machen jetzt effizienteres Sammeln. Und im nächsten Schwung würde ich sagen, machen wir noch die Effizienz von den beiden Dingern nochmal hoch. 10% weniger, 33% weniger. Das machen wir zuerst. Die Generatorüberbrückung ist auch ganz cool. Weil wir müssen eh den Overdrive reinknallen. So, noch 17 Stunden. Holy shit. Ist doch noch ganz schön knapp geworden hier. So, das haben wir. Gibt es noch irgendwas anderes Cooles? Kohlegenerator, Dampfkohlemine, fortschrittliche Kohlemine. 900 Kohle, also wie gesagt, das haben wir auch noch offen. Krankenhaus, weniger Leute, Treibhaus, Wärmedämmung. Krankenhausprüfliste. Häuserwärmedämmung. Da wärmen noch nicht alle Häuser. Ich mache erstmal die Dampfzentren Effizienz. Weil wenn ich mich recht entsinne, nehmen die die meiste Kohle. 1295. Wenn wir das um 33% sinken lassen, dann haben wir noch fast 300 oder 400 Kohle mehr pro Tag. Das läuft auch so. Die Häuser werden hoffentlich gleich fertig gebaut. So, und dann werden wir in der nächsten Folge auf jeden Fall den nächsten Sturm erleben. Die Temperatur geht dann auf minus 50, 60, 70, minus 80 Grad. Wie gesagt, wir knallen auf jeden Fall wieder unseren Overdrive rein und machen auch hier die Dampfstufe nochmal um eins höher. Wir werden da wahrscheinlich ein bisschen Kohle verlieren in der Zeit, aber wir haben immer noch ganz schön was im Plus quasi. Das sollte eigentlich gehen. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ich hoffe, ihr seid bei der nächsten Folge auch wieder mit dabei. Ich bedanke mich wie immer fürs Zugucken. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Falls ja, immer schön ein Like da lassen oder ein Abo, würde mich sehr freuen. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis zur nächsten Folge. Bye, bye.